Mit lecker Geschmack ufert. Dann gucken wir mal, dass wir die Kann ich uns noch noch nicht fehlenden tun. Sachen dann schaffen. Aber das hat auch wieder so eine Sache mit der Wirkzenz der Ich habe kein Gegenstände war. Ziel. Sonst müssen wir nochmal Eier bekommen. Ist ja auch schon mal was. Nicht genug Energie. Ernst? Könnte nur ein paar Mal passieren. Noch etliche Male könnte uns das passieren. So, wie wäre das? Unnötigen Kämpfen aus dem Weg gehen? Seid gegrüßt. Das ist schön. Ishnu Allah. Die Göttin schütze euch. So, wir dürfen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Weil wir haben ja wohl jetzt so viele Quests mit irgendeinem Sammelzeug. Das wird uns so richtig schön das Inventar zu bauen. Aber hier würde ich dann tatsächlich sagen, dass wir hingehen und uns Taschen kaufen. Darauf zu bauen, dass wir uns welche herstellen können, würde ich nicht. Auch wenn das mit jeder Verarbeitung geht. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Weil wir hatten ja schon die letzten Male mit der Schneiderei gesehen, das ist ein ziemlich mühseliger Akt und bei Lederverarbeitung ist das nochmal wesentlich aufwendiger, dorthin zu kommen. Ein anderer Nachtelbschoge. Kann ich noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Fällt mir ein.
Na gut, ja, hier solche Sachen wie Ausweiden und schwerer finsterer Stoß. Schöne bei Melee-Klassen ist ja, dass sich das automatisch austauscht und nicht wie beim Hexer, dass wir es das, immer manuell austauschen müssen. Aber, wenn ich schon Solar Plexus lerne, sollte ich es auch in die Leiste ziehen. Noch nicht bereit. Ich kann nämlich gerade im Anfängerbereich solche lustigen Sachen machen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Gut, geht dann ziemlich auf die Anzahl der Wurfmesser. Ist aber trotzdem eine kleine nette Spielerei, die man machen kann mit dem Schurken. So vermeidet man halt eine große Menge an Schaden halt. Noch nicht bereit. Man natürlich auch machen kann, das ist natürlich jetzt habe ich es nicht in der Leiste. Weißt du? Ja, machen wir gleich nochmal. Ja, es ist halt gut, das Mäulchen in der Leiste zu haben. Das ist zu weit entfernt. Hilf dich auch nochmal. Danke. So. Wir mal mit der Eule. Haust den Solarplexus rein, gehst natürlich dann hinter den Gegner und nutzt dann dein Mäuschen. Das macht ja dann doch schon ordentlich Damage. Das Ziel, Meucheln, um ihnen 150 Schaden des Waffenschadens plus 15 zuzufügen. Der einzige Haken ist halt, du musst halt hinter dem Ziel sein und ein Dolch tragen. Gut. Da wir sowieso, ne, ein Dagger Rogue spielen wollen, passt das ganz gut zu uns. Nicht genug Energie. Aber auch so eine Sache, die dann erst wieder mit der Zeit interessanter wird, wenn ja, wenn man dann Meucheln Rang 2 hat. Ist aber trotzdem, das sind so kleine Spielereien mit dem Schurken, die ich sehr nützlich und interessant finde. Das hatte ich aber auch, glaube ich, irgendwann auch schon mal angesprochen, dass ich das einigen Klassen gerade schon in Classic sehr interessant finde, mit was für Kann ich Spielereien man noch hier nicht tun? rumtricksen kann. Ich habe nicht genug Energie. Und hier sind wir dann jetzt langsam bei den Vorbergs angekommen. Okay, den brauchen wir zwar eigentlich nicht mehr, aber. Na, geil. Jetzt habe ich Mist gebaut.
Noch nicht bereit. Ja. Ausgetrickst, Spinny. Ausgetrickst. Was? Resist? Frechheit! Gut, und was lernen wir wieder daraus? Es funktioniert halt nicht immer. Na gut, kann halt nicht mal alles funktionieren, ne? Hm, hier haben wir ja auch den guten Traumfänger. Ich muss näher ran. Nicht genug Energie. Warum? Geht das jetzt schon los, ja? Na gut, dann bräuchte ich aber auch nicht versuchen, den Dingens zu holen. Den Traumfänger. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Kann ich noch nicht tun. Ich hab gesagt, ich bin nicht da, Mann. Ich habe nicht genug Energie. Ja, los, gib mir deine Hosen. Ich weiß nicht, damit raus. Komm hier, ausgezupfte Feder. Ja, komm hier, ein Stock. Nehmen wir dafür mit. Guck mal, wollen wir noch deinen Leinstoff mitnehmen. Gott, sieht die Hose scheiße aus, ey. Noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Was haben die für eine Verstohlenheitsaufdeckung? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ja klar, direkt der Nächste.
ich noch nicht tun. Warum denn auch nicht? Ja, der resistet. Arschloch. So, jetzt haben wir wieder einen Inventarplatz frei, nachdem wir den roten Trank verbraucht haben. Dann können wir jetzt doch noch den Smaragdgrünen Traumfänger mitnehmen. Und ich sehe gerade, wir haben alles für den Zen zusammen. Das heißt, wir können gleich mal abgeben. Die alleine. Ja. Nicht genug Energie. So viel zum Platz im Inventar. Inventar ist voll. Oh, uns gleich einen neuen. Der ist aber auch wieder so ein Ramp, der etliche Dinge im Lootpool hat, davon aber tatsächlich meistens immer nur diese Scheißhose droppt. Einziges Grund, warum ich ihn überhaupt mitgenommen habe, ist jetzt halt der, dass ich weiß, dass die Hose besser, die er droppt, besser ist als das, was ich aktuell anhatte. Ich habe nicht genug Energie. Nee, die Spinne hat, die hat nicht so eine gute Aufdeckung wie die Vorbox. Da muss man aber dazu sagen, noch sind wir ja nicht so weit, dass wir Talentpunkte verteilen können, weil da werden wir ja auch noch wunderbar rein investieren können, ins bessere Schleichen, um nur unsere Tarnung zu erhöhen. Ja, haben wir den guten Zen, ja. Fasst mich nicht an. Sucht Befreiung. Und wird mir denn einmal da und einmal hier angezeigt? Hä? Okay. Was führt euch hierher? Ja, geht ja, in Frieden. Passt schon. Kann ich behilflich sein? Mal gucken, wie lange ich noch machen werde, weil ich hatte es ja schon mal eben angemerkt, dass, dass die Müdigkeit halt nach der Arbeit doch durch ganz schön kickt. Dürfte man vorhin auch kurzweilig gemerkt haben bei mir. Ich hatte jetzt schon zwischenzeitlich dann damit zu kämpfen, die Augen offen zu halten, beziehungsweise nicht in Sekundenschlaf zu fallen.
Ishnuala. Lebt wohl. Ich finde es gut, dass man hier immer so großzügig von den Dächern springen kann. Die Göttin segne euch. Asha Fella. Was? Die Göttin segne euch? Nee, bloß nicht. Wie, was heißt hier Sekundenschlafen? Hi, Dani. Was führt euch hierher? Ja, ich weiß, Sekundenschlaf kennst du nicht. Ich bin geehrt. Bis bald. Rezept der Kadoral. Damit 7 kleine Spinnenbeine für Zarin in Dolona. Seid vorsichtig. Wir haben ja so viele Spinnenbeine. Mensch. Kann ich behilflich sein? Was für ein Zufall. Jetzt hätte ich das vorausgeahnt. Seht euch ruhig um. So. Kauft man gerade noch die milden Gewürze. Mögen euch die Sterne leiten. So. Einfaches Lagerfeuer, Kochkunst. Klar kenne ich das. Ah ja. Was fragst du denn, was hier. Was heißt hier Sekundenschlaf? Ich bin nur gerade in den Stream gekommen, wo du das gesagt hast. Nur so. Hm. Ich bin ja relativ kurze Zeit, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, dann live gegangen. Ich glaube, da war jetzt halt nur so eine Stunde zwischen. Und kennst du das bestimmt auch. Wenn du den ganzen Tag arbeitest und dich dann endlich mal hinsetzt und du sowas zur Ruhe kommst, wenn dann so ein bisschen halt die Müdigkeit kickt. Dementsprechend habe ich dann auch so ein bisschen dann halt mit Sekundenschlaf zu kämpfen. Ja. Also ja, kenne ich. Hatte ich gehabt, wo ich den Monat in der Früh war. Ja, siehst du? Was führt euch hierher? Das ist bei mir eigentlich fast tagtäglich so eine Sache. Gut, muss halt, ne, bedenken. So, ich arbeite für die Post, wenn ich auf Zustellung bin. Ich bin den ganzen Tag wie wild am Rumhetzen und am Machen und am Tun. Ne, ist halt logisch, na, wenn du danach 6 Stunden, teilweise 7 Stunden Zustellung, wenn du dann endlich mal zur Ruhe kommst, dass dein Körper dann einfach mal für einen Moment abschalten will. Ich würde das sogar fast so bezeichnen, dass das für den Körper sowas wie ein sanfter Neustart ist. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Nicht genug Energie.
Peter Petzen. Apropos Lederfetzen. Was brauchen wir denn? Ja, wir können Lederstiefel herstellen, würde ich sagen. Was brauchen wir denn eigentlich für die Lederstiefel, damit ich endlich mal vernünftige Schuhe habe? Zwei leichtes Leder und ein grober Faden. Sollten wir ja hinkriegen. So, bräuchten wir nochmal drei grobe Fäden. Kriegen wir hin. Da bräuchten wir auch nochmal einen. Kriegen wir hin. Also insgesamt fünf grobe Fäden. Ja gut. Dann ist ja jetzt nicht die Welt, Freunde. Naja, ich verdrück mich mal wieder und schau mal, was ich so anstelle. Ja, nee, ist klar. Nur weil ich keine Titten habe, bleibst du nicht stundenlang bei mir im Stream hängen. Finde ich nett. Danke. Nee, ja, wie gesagt, ich denke, ich werde jetzt ja auch nicht allzu lange machen. Wenn du Bock hast, können wir gleich noch was Valorant zocken. Falls du nicht schon wieder weg bist. Seid gegrüßt. Selbst wenn du Titten hast, würde ich nicht hier bleiben. Boah, bist du gemein. Tschüss. Ich hab's doch immer gewusst. Du liebst mich gar nicht wirklich. Damit sich aber dann nicht das Thema Valorant jetzt geklärt hat, Dani. Wie darf ich helfen? Und scheint ja schon wieder weg zu sein. Del Nadris. So, da können wir wieder was draufklatschen. Da ist ja noch. Die Hose können wir machen. Und die handgenähte Lederweste. Halt alle lassen sie mich immer alleine und im Stich. Kann ich noch nicht tun. Yay, noch mehr Spinnenbeine. Cool, wir können. Apropos Spinnenbeine, wir haben ja jetzt Barfoot. Na komm, da gönnen wir uns mal so ein kräutergebackenes Eichchen, du. Wenn wir hier sonst schon keine Buffs haben. Keine Buffs. Keine Bu. Wir haben keine Buffs. Der hat gerade dieselbe Quest abgegeben.
Eisenseele ohne jede Niederlage. Bei der Wildnis. Ich spiele jetzt irgendwie alle damit. Boah. Sag mal, Kollege, könntest du dich mal wieder zurückverwandeln? Ihr schon wieder? Was nun? Bäumlingsspross, Bäumlingssamenkörner, der Kopf von den Typen haben wir noch. Ach Gott, wir haben noch das mit den Knarzklauen offen. Die geführte Traumfiole, dafür mussten wir aber dann nach. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das mit den Flussviechern. Mit den Bäumlingen. Bevor wir uns an die Rollborg-Lager rannähern. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Erwischt. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Den funktioniert das auch wunderbar mit der Taktik. Kann ich noch nicht tun. Will ich wissen, wo der die Kettenhose hat? Wer hat? Na, da hab ich mir gefehlt. Immer geht die Taktik halt leider nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Natürlich auch miteinander kombinieren beide die Taktik, ne? Das heißt, beim ersten Mal machst du den hier. Noch nicht bereit. Und beim zweiten Mal machst du den hier. Jihihihi. Lul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 
Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Was hat er sogar überlebt? Interessant. Oh Gott, wir brauchen insgesamt 12 Stück davon. Ich muss näher ran. Ja, das kann ja dann hier noch ein heiteres Gelute werden. Noch nicht bereit. Malachit. Ich weiß, das ist wieder so ein Gegner. Ich kann mir nicht vorstellen, warum der Malachit droppen sollte. Kann ich noch nicht tun. Alles klar, da will sich nicht stunnen. Da wollte sich nicht stunnen lassen. Na gut. Ist okay, ist gemerkt. Anzeige ist raus. Einen Ruhestand habe ich mir jetzt immer noch nicht besorgt. Ich bin so im Moment so ein bisschen noch der Platz für solche Sachen. Da ist ein Ruhestand eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wenn ihr in Klassik eine ewig lange Abklingzeit hatte. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich weiß nicht, ich finde das hier im Nachtelfen-Startgebiet wesentlich angenehmer als über den Menschen. Bis bald. Ja. Mögen euch die Sterne leiten. Level 8! Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit.
Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Das macht Spaß. Das ist zu weit entfernt. Ruhig, dass sie wieder geworden ist, ey. Gruselig. Einfach nur gruselig. Kann ich behilflich sein? Malachie brauche ich nicht. Seid gegrüßt. Entrinnen und ausweichen. Das kann ich schon eher gebrauchen. Entrinnen. Die Ausweichchance des Schurken erhöht sich um 15%. Erhöht sich 15 Sekunden lang um 50%. Das ist halt mega praktisch. Quadratisch, praktisch, Amena. Wir haben jetzt noch 10 Silber. Ich könnte jetzt noch das eine oder andere lernen. Aber. Wir machen jetzt das, was ihr denkt. Wir ruhen uns Taschen. Ich nur dir. Elun Ador. Dafür müssen wir zum richtigen Händler. Och, ist das schön, endlich wieder tauschen zu haben. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig, springt runter. Ah! Ein wahrer Held der Allianz. Ruhestein, das wollte ich hier. Was wollte ich jetzt hier drüben? Ich bin geehrt. Viel Glück. So. Aber ich habe es ja eben schon mal angemerkt, ich wollte heute nicht ganz so lange machen. Wir sind jetzt bei fast 3 Stunden. Dementsprechend, Isa, der ist erstmal wieder Stream Schluss. Morgen Abend wird auf jeden Fall nochmal gestreamt. Und eventuell werde ich dann morgen, wenn ich dann irgendwann mal wach bin, den Stream anschmeißen. In diesem Sinne, ciao mit V und reingehauen.